Hallo ihr Lieben, willkommen bei Dance at Home. Heute mit einem Line Dance, der auf das Lied Jerusalema passt. Vielleicht kennt ihr das aus dem Radio oder aus dem Streaming. Auf jeden Fall ist es ein ganz fröhlicher, ja, ziemlich flotter Tanz. Und da kann man den ganzen Körper bewegen. Kommt mal mit, ich zeige euch, wie das am Stück getanzt aussieht. Und los geht's. 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 4. Vor, vor, sei. Und 1, 2, 3, 4 und hin. Rück, rück, rück. Und 1, 2, 3, 4 von vorne. Wenn ihr meine beiden anderen Line Dance schon angeschaut habt, den, der auf Bachata-Musik passt, und den, der auf Salsa-Musik passt, dann wisst ihr schon, dass es da sowas gibt, das nennt sich Tap. Da wird der Fuß nicht abgestellt, sondern man berührt nur kurz den Boden. Auch in diesem Tanz gibt es einen Tap. Es gibt einen kleinen Unterschied, man macht es nicht seitlich, so wie bei den anderen Tänzen, sondern eher nach vorne. Und ihr könnt euch auch aussuchen, ob ihr Fußball nimmt, ob ihr die Hüfte mitnimmt, ob ihr die Arme mitnimmt oder ob ihr den ganzen Fuß aufsetzt oder sogar die Ferse. Wichtig ist nur, es kommt meistens kein Gewicht drauf, sondern es wird, wie gesagt, nur angetippt, nur getippt. Wir beginnen mit dem linken Fuß. Ich habe im Netz auch Variationen gesehen, die beginnen mit dem rechten Fuß, aber ich weiß nicht jetzt, was die Mehrheit macht. Ich habe mich jedenfalls dafür entschieden. Ich beginne mit links. Wir machen viermal ein 1, 2, 3, 4. Nochmal 1, 2, 3, 4. Dann nehmen wir das andere Beinchen. 1, 2, 3, 4. Ich drehe mich mal um. Links, 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 links und rechts, 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 rechts. Ist eine kleine Schwierigkeit eingepasst. Wie kommen wir denn jetzt vom linken auf den rechten Fuß bzw. umgekehrt? Das beginnt ganz normal mit dem 1, 2, 3 und die 4 ist nur halb so lang, denn das ist 4 und. Vielleicht probiert ihr das gerade mal. Und so ein Hin- und Her-Gehüpfe. 1, 2, 3, 4 und 1. 2, 3, 4 und 1. Nochmal. 1, 2, 3, 4 und 1. 2, 3, 4 und 1. Und noch ein letztes Mal. 1, 2, 3, 4 und 1. 2, 3, 4 und 1. Also ihr könnt wirklich den Fuß schön nach vorne nehmen, euch ein bisschen dabei drehen, dann ist das einfacher. Und das, was ich jetzt am Schluss gezeigt habe, ist schon das nächste Element. Ich beginne nochmal von vorne. 1, 2, 3, 4 und 1. 2, 3, 4 und 1 und 2 und 3 und 4. Wie ihr seht, haben wir da jetzt einen ganz schnellen Wechsel zwischen den beiden Füßen. 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1. Wichtig ist, dass ihr die 1 immer mitmacht, denn so schnell kann man sich sonst nicht entscheiden, wie es weitergeht, und wir brauchen halt gleich wieder diese 1. Bei dieser 1 ist es jetzt ein bisschen anders, da treten wir richtig mit dem ganzen Gewicht auf und gehen auch so nach vorn. Ihr könnt euch vielleicht so eine Schöpfbewegung vorstellen, als würdet ihr so in Wasser eintauchen und mit beiden Händen Wasser schöpfen. So eine Art Ausfallschritt. Ich mache mal von der Seite, damit ihr es euch vorstellen könnt. Ich beginne von vorne mit links. 1, 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4 und 1, 2 und 3 und 4 und 1. Habt ihr das gesehen? Und
2 und 3 und 4 und 1. Also das ganze Gewicht ist links auf dem Fuß. 1. Dann geht ihr ganz normal nach vorne. 2, 3 und bei 4 dreht ihr euch um ein Viertel nach links. Dann schauen wir schon die zweite Wand an. Nochmal. Das ist die 1. Dann die 2, 3, 4. Drehen und 1 ist unser Tap. Nicht draufstehen, sondern erstmal nur tippen. Nochmal bis hierher. 1, 2, 3 und 1, 2, 3, 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1, 2, 3, 4 und 1. Die 2 ist jetzt das Draufstehen. 2, dann vorne kreuzen. 3, 4, Tap. Und dann nach hinten, ganz normale 4 Schritte. 1, 2, 3, 4, Tap und von vorne. Jetzt beginne ich mal so und dann könnt ihr schauen, wie es von der Seite aussieht. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4 und von vorne. Jetzt sage ich mal die Schritte dazu. Und kurz, 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 kurz und rechts, 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 rechts und kurz und kurz und kurz und kurz und drauf, vor, vor, seit und tap. Drauf, kreuzen, drauf, rück, 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 rück und kurz, 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 kurz und kurz, kurz. Kurz und kurz und kurz und drauf, vor, vor, Seit und Tipp, drauf, Kreuz, Seit und Tipp, rück, rück, rück. Ich mache es euch jetzt nochmal ganz langsam vor. Welche Seite sollen wir nehmen? Vielleicht die nochmal. Achtung, ich beginne mit links. 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und drauf, vor, vor, dreh und tipp, drauf, kreuz, seit und tipp, rück, rück, rück und 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und drauf, vor, vor, seit und tipp, drauf, kreuz, seit und rück, 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 rück und tipp. Tipp, tipp, tipp und so weiter. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Üben und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, macht's gut. Tschüss.